Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe heute für euch was richtig Cooles vorbereitet. Und zwar werden wir heute einen echten Big Five Datensatz in ein Strukturgleichungsmodell fitten mit dem Paket Lavan. Also genauer gesagt gibt es zwei Teile zu diesem Video. Im ersten Teil bereiten wir die Syntax für Lavan vor. Da erkläre ich so ein bisschen, wie die Struktur ist von dem NeoPR, also welche Items gehören zu welchen Facetten. Und dann erstellen wir uns eine schöne Tabelle, aus der wir dann die Syntax für Lavan erzeugen. Im zweiten Teil schauen wir uns dann an, wie wir konkret in Lavan das Modell fitten, wie wir die Ergebnisse uns anschauen, wie wir auch einen Plot machen. Und was dort genau herauskommt, also ob das Big Five-Modell denn tatsächlich korrekt ist. Das Big Five-Modell ist wahrscheinlich das bekannteste Modell in der ganzen Psychologie. Es ist auch recht bekannt außerhalb der Psychologie. Der Grundgedanke ist, dass es fünf Persönlichkeitsfaktoren gibt, die alle Menschen beschreiben sollen. Das kommt aus dem sogenannten lexikalischen Ansatz, also man hat sich alle möglichen Adjektive angeschaut und diese reduziert und dann kam man durch Faktorenanalysen am Ende bei fünf Dimensionen heraus. Der Big Five-Ansatz, der ist ziemlich groß, also da gibt es viele verschiedene Fragebögen, aber der bekannteste, der bedeutsamste Fragebogen ist sicherlich der sogenannte NeoPR. Die Hauptpublikation von Costa und McRae, die wurde mehr als 20.000 Mal laut Google Scholar zitiert. Das könnt ihr hier auch gerne nachprüfen, nachlesen. Und wenn wir jetzt über die Big Five sprechen, dann wollen wir nicht irgendeinen Feld-, Wald- und Wiesen-Big Five-Datensatz fitten, sondern wir wollen einen echten NeoPR-Datensatz fitten. Glücklicherweise gibt es so einen Datensatz bereits in R, und zwar in dem Paket QGraph. Der heißt auch nicht überraschend Big Five. Es ist eine Studie von Dolin und Kollegen, das ist also auch publiziert und man kann hier mit diesem Datensatz die Ergebnisse nachrechnen. Dolin und Kollegen sind Niederländer, das heißt, die haben eine niederländische Version des NeoPR verwendet. Es ist aber eine Übersetzung, das heißt, es soll genau das Original reflektieren und es hat genauso viele Items, Facetten, also es ist der NeoPR-Fragebogen, nur eben in der niederländischen Version. Um den Big Five-Datensatz zu benutzen, bräuchten wir natürlich erstmal QGraph. Ich benutze Librarian für die Installation und das Laden von Paketen. Ich finde, das ist komfortabler als die Base-R-Befehle Library. Also, wenn du auch Librarian benutzen willst, kannst du das vorab installieren und dann über Librarian Shelf QGraph laden. Um den Big Five-Datensatz dann zu laden, benutzen wir Data. Und schauen uns die ersten 10 Zeilen und die ersten 10 Spalten an. Es gibt insgesamt ungefähr 500 Teilnehmer, also 500 Zeilen. Aber um einen Überblick zu bekommen, schauen wir uns eben nur einen kurzen Teil hier davon an. Wir sehen hier die Items. Das geht dann bis 240. Das liegt daran, dass wir 5 Faktoren haben. Pro Faktor haben wir 6 Facetten, also 30 Facetten insgesamt. Und dann haben wir pro Facette 8 Items, also 30 mal 8. Da kommen wir auf die 240. Und jetzt im ersten Teil ist eigentlich das größte Problem, diese Items zu den richtigen Facetten zuzuordnen. Und um das korrekt zu machen, müssen wir verstehen, wie der NeoPR strukturiert ist. Das geht los mit dem ersten Item. Das gehört zum Faktor N, Neurotizismus, erste Facette, das erste Item von dieser ersten Facette. Dann kommt E2. Das zweite Item gehört zur Extraversion, erste Facette, erstes Item von Facette 1. Das heißt, es kommen erst die 5 Faktoren, Facette 1, Item 1. Dann kommen die 5 Faktoren Facette 2, Item 1 und so weiter und so fort, sodass wir einen Abstand haben von 30 Items zwischen den gleichen Facetten. Also hier sehen wir N1 ist Facette 1, Item 1, Faktor N. N31 ist auch Facette 1, Faktor N, aber Item 2. Die richtige Zuordnung müsste also immer im Abstand von 30 erfolgen, also N1, N31, N61 und so weiter und so fort, bis ich 8 Items zusammen habe und E2, E32, E62, E92, bis ich auch 8 Items zusammen habe. Und genauso müssen wir das angeben, ansonsten wird natürlich das Modell falsch. Wir könnten das Ganze jetzt ausschreiben,
Aber wir sind ja so ein bisschen faul und es geht einfacher, indem wir erstmal eine Tabelle erstellen mit den Items, Facetten und Faktoren und daraus dann automatisch die richtige Zuordnung erzeugen. Die Tabelle erstelle ich in diesem Teil. Da passiert eigentlich nichts Besonderes. Also ich mache Item, Facette, Faktor und dann füge ich das zusammen und wandle das noch ein bisschen, die Bezeichnungen um. Das sieht dann so hier aus. Also hier habe ich eine schöne Tabelle, die alle Items beschreibt. Und jetzt müsste ich mir daraus die richtige Lavalsyntax erzeugen. Bei der Lavalsyntax gibt es verschiedene Formen. Was uns hauptsächlich interessiert, ist der Teil hier. Das heißt, wenn ich eine latente Variable definieren möchte, also eine Facette oder einen Faktor, dann schreibe ich die latente Variable links, dann kommt ist gleich Tilde und auf der rechten Seite die manifesten Variablen durch ein Plus getrennt. Beziehungsweise kann ich natürlich hier dann auch die latente Variable über andere latente Variablen definieren. Diese Syntax, die können wir uns jetzt aus der Tabelle ziemlich schnell erzeugen. Das ist völlig unproblematisch. Das können wir beispielsweise mit Aggregate machen. Der Befehl Aggregate, der aggregiert über Gruppen, in dem Fall Faktoren und Facetten, und wendet auf die ja, zu aggregierende Variable, also auf die AV, eine bestimmte Funktion an. Und die Funktion ist hier Paste mit dem Parameter Collapse ist plus. Das bedeutet, Paste fügt Strings zusammen. Das heißt, er nimmt alle Items. Und wie fügt er die zusammen? Mit einem Plus. Wenn wir uns diese Tabelle dann jetzt ausgeben, dann sehen wir, das sieht schon ziemlich gut aus. Facette A1 wurde hier so erzeugt, dass wir die Items der Facette mit einem Plus kombinieren. Wenn wir uns jetzt wieder hier diese Syntax anschauen, da sind wir schon ziemlich nah dran. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch dieses ist gleich und die Tilde. Und das lässt sich natürlich jetzt leicht über Paste wieder erzeugen. Also wir haben hier die Facette, ist gleich Tilde und das Item. Und da haben wir jetzt für alle Facetten die korrekte Beschreibung. Und ihr seht, das ging jetzt natürlich viel schneller, als wenn ich das Ganze ausgeschrieben hätte. Und es hat auch den Vorteil, dass es stimmt. Wenn ich das ausschreiben würde, da würde ich bestimmt irgendwo einen Fehler machen. Und dann den Fehler rauszufinden, das ist dann auch nicht so einfach. Also kann man das Ganze automatisieren, programmieren und hat dadurch einige Vorteile. Das ist jetzt aber nur ein Teil der Syntax, die wir brauchen, um das Modell zu fitten. Wir haben jetzt die Facetten beschrieben, aber wir müssen natürlich auch noch die Faktoren beschreiben. Da können wir aber genau das Gleiche benutzen, nur dass wir eben über die Faktoren aggregieren und mit der Facette etwas tun. Das Gleiche wieder, nämlich pasten mit einem Plus. Das sieht dann so aus. Auch hier müssen wir jetzt noch die Tilde, also ist gleich Tilde, dazwischen stellen. Das machen wir wieder über Paste. Also das A ergibt sich aus den Facetten von A, das C ergibt sich aus den Facetten von C und so weiter und so fort. Und das war's auch schon jetzt mit dem ersten Teil. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben uns eine Tabelle erzeugt mit allen Items. Und die Syntax für Lavalsyntax schon mal vorbereitet. Und in einer Woche, im nächsten Video, da zeige ich euch dann, wie man diese Syntax in Lavalsyntax einspeist und das Modell fittet. Wir werden uns auch anschauen, wie wir die Koeffizienten des Modells aus Lavalsyntax herausziehen können, diese analysieren können. Wir werden auch eine Abbildung machen. Dann war es das von meiner Seite für heute. Wenn ihr Fragen habt zur Erzeugung der Syntax, wenn ihr vielleicht einen anderen Datensatz habt, also ein anderes Modell finden wollt, aber auch meine Vorgehensweise benutzen wollt und irgendwas funktioniert nicht, dann könnt ihr gerne unter das Video die Fragen, die ihr habt, posten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch diesen Text, den habe ich auch unten unter dem Video verlinkt, ihr diesen Text nochmal nachlesen und auch unter dem Text könnt ihr auch gerne eure Kommentare posten. Dann sehe ich euch in einer Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.